Herzlich willkommen zu meinem 22. Kurzvideo zu Windows Grundlagen, Grundkompetenzen. Und jetzt geht es darum, wie man im Windows Explorer einen umgedrehten Schrägstrich schreiben kann. Ich habe hier den Windows Explorer geöffnet und du siehst, ich habe hier einen Ordnerpfad mit Inhalten drinnen. Wenn ich jetzt hier hineinklicke, dann verändert sich die Darstellung. Ich habe hier so umgedrehte Schrägstriche. Und das hat die folgende Bewandtnis. Wenn ich nämlich jetzt hier bei ABC hineingehe, dann wieder hierher gehe, dann siehst du, dass die einzelnen Ordner immer mit diesen umgedrehten Schrägstrichen getrennt sind. Wenn ich da wieder herausgehe, wieder zurückgehe, bin ich wieder hier. Und wenn ich das jetzt hier direkt über diese Adressleiste machen möchte, klicke ich hinein und mit Alt-GR und dem Schrägstrich, das ist dort, wo die S-Taste ist auf der deutschsprachigen Tastatur, kann ich hier diesen Schrägstrich dann nehmen. Und wenn ich dann hier als Ordnerbezeichnung ABC eingebe und dann Enter drücke, lande ich schon hier in diesem Ordner. Also das umgedrehte, den umgedrehten Schrägstrich hier mit der Taste Alt-GR und diesem Schrägstrich auf dieser selben Taste, wo das scharfe S ist, da geht das. Ja, danke für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich gleich wieder im nächsten Kurzvideo.